Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die Mischstation vom Skydancer mit dem Giants Editor einbaut. Was benötigt ihr? Ihr benötigt einmal den Giants Editor und zum anderen das Notepad++. So, also, ihr ladet euch die Mischstation ganz normal runter. Das haben wir schon einige gemacht. Entpackt das Ganze. Zieht es am besten auf euren Desktop und dort entpackt ihr das und könnt die ZIP-Datei im Endeffekt löschen. So, ihr öffnet mal die Mischstation. Dann habt ihr im Endeffekt PS, Script, Shader, Sounds, Texturen und die i3D. So, ihr geht in den Ordner Script. Und kopiert euch die zwei Lua-Dateien, also einmal den Live-Ticker und einmal die Mischstation. Die kopiert ihr euch. Dann geht ihr im Endeffekt auf eure Map. Bei mir ist es jetzt im Endeffekt die OGF Australian Map. Sucht den Ordner Skripte. Falls dieser nicht vorhanden, legt euch einen an. Und das Weitere erkläre ich euch jetzt gleich. Also im Endeffekt, hier haben wir ja schon mal den Skripte-Ordner. Da geht ihr rein und fügt dort die zwei bereits kopierten Lua-Dateien ein. So, dann geht ihr bei der Mischstation wieder zurück und dann seht ihr hier im Endeffekt das Install-Text-Dokument. Dort markiert ihr es, öffnet es mit eurem Notepad, weil wir brauchen jetzt dieses hier, also diese zwei, beziehungsweise diese Skript-Sachen, sei jetzt einfach mal dumm deutsch gesagt. Dann öffnet ihr von eurer Karte die Moddesk. Wird auch schon mal geöffnet, das ist Vorteil vom Notepad++, Install und eurer Moddesk. Dann öffnet ihr wieder eure Install und kopiert euch als erstes die Source-File. Dann geht ihr auf eure Moddesk zurück und sucht den Bereich Extra Source-Files. Falls diese nicht vorhanden, ups, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, könnt ihr das Ganze hier kopieren. So, haben wir ja aber hier schon mal. Also einmal Enter und einfügen. Dann müsst ihr im Endeffekt einmal eingeben, wo das Spiel natürlich das Skript suchen muss. Also im Endeffekt, wo ihr das Ganze eingefügt habt, die zwei Luas, wo ihr die eingebaut habt. Dann kopiert ihr euch einmal mal hier oben Map Skripte. Das ist bei jeder Karte anders. Müsst ihr halt mal gucken, ne? Dort fügt ihr es ein. So, Mischstation Skript, das passt ja nicht mehr. Und so, dann geht ihr wieder auf das Install-Text-Dokument, kopiert euch die Text-Einträge, also Text-Name-Einträge. Die kopiert ihr euch wieder mit STRG+C und geht auf eure Moddesk. Entschuldigung, man hat das nicht gehört. Dort sucht ihr den Eintrag 110N und guckt halt einfach mal. So, da werdet ihr im Endeffekt jetzt schon mal das hier sehen und fügt das Ganze hier ein. So, das war jetzt das mit dem Skript. Das könnt ihr abspeichern und schließen. Die Mischstation. Die kopiert ihr euch, also den gesamten Ordner kopiert ihr euch und fügt ihn noch zum Schluss in euer Models Objects. Dort fügt ihr ihn die Mischstation ein. Dann öffnet ihr eure i3D. Habe ich hier schon gemacht. Geht auf File, Import. Sucht die Mischstation, also habe ich ja hier schon mal geöffnet. Machen wir im Endeffekt nochmal von vorne. Kommt dann hier raus. Models, Objects, Mischstation sucht ihr.
Und dann die I3D. So, ist die hier schon mal eingebaut. Dann drückt ihr einmal Steuerung und B und Linksklick, dann könnt ihr sie hier frei platzieren. Ja. So. Das war generell alles. Die I3D einfach speichern. Hier unten Saving. Ups. Hoppala. Oh. Zu viel Kaffee heute. Die I3D könnt ihr schließen. Dann sagen wir, die Mischstation können wir schließen. Das können wir wieder maximieren. Na. So, dann markiert ihr euch alles. Sendet es zum Archiv, also zum Archiv hinzufügen. Bei mir ist es in Englisch, also Add to Archiv. Wählt hier die SIP aus. Und einfach auf OK. Ja, das war's. Generell. Ein Dankeschön geht nochmal an Skydancer für den geilen Mod. Es erleichtert. Also, ABC, ja, blablabla. Es erleichtert uns, beziehungsweise das Spiel sehr. Anstatt da jedes Mal mit dem kleinen Futtermischwagen hin und her zu gurken. Ja. Und, ach ja, das habe ich aber vergessen. Der Skydancer hat in seinen Kommentaren hat er noch ein Krampe BBS 900 hinzugefügt. Den könnt ihr euch auch runterladen. Da könnt ihr im Endeffekt das ganze Gedöns mit rumfahren, was ihr halt braucht: Gras, Stroh, Silage, Häckselgut, Kraftfutter, Mist und so weiter und so fort. Den Link werde ich euch ebenfalls in die Beschreibung einpacken. Ja. Des Weiteren gibt es generell nichts mehr zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten oder guckt sonst irgendwas oder rechts ab. Oder weiß der Herrgott was. Und ja. Und wenn ihr Fragen habt, ich habe eine Facebook-Seite, dort könnt ihr mir eine Antwort schreiben, oder beziehungsweise eine Nachricht schreiben. Ich werde euch dann, sobald ich sie sehe, die Mail werde ich euch dann antworten. Und ja, des Weiteren, Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.